mit der Nummer 11, Beganovic. Und in der 50. Minute, da kam dann Stimmung auf in diesem ausverkauften Stadion, als Nisch mit 1:0 in Führung. Der beste Angreifer bringt Radnitzky Nisch mit 1:0 in Führung, 5 Minuten nach dem Wiederanpfiff. Kluger Pass von Bojovic mit der Nummer 4 und aus Spitzenwinkel unhaltbar für Stein schießt Beganovic zur 1:0-Führung. Der sehr gut flankte, auf der linken Seite ähnlich wie Kals, zweikampfstark, trickreich, sehr schöne Flanke nach innen und Thomas van Heesen ist da. Die 57. Minute, der Ausgleich für den HSV. Nur 7 Minuten nach der Führung durch Radnitzky Nisch gleicht Thomas van Heesen auf. Der 20-Jährige, der auch am vergangenen Samstag beim 3:1 in Gladbach ein Tor erzielt. Schön die Einzelaktion von Wehmeier und der unhaltbare Kopfball von Thomas van Heesen. Wir sehen dieses Tor noch einmal aus einer anderen Perspektive. Wir kämpfen sehr viel stärker und da fallen ja oft überraschende Entscheidungen. Obradovic, der Kapitän, noch immer Obradovic, setzt sich durch und er erzielt in der 78. Minute das 2:1. Er wäre nur zu stoppen gewesen mit einem Foul im Strafraum, das wäre Elfmeter gewesen. Kals, der ihm jetzt versucht, den Weg zu verstellen. Von der anderen Seite kommt Hieronymus. Obradovic ist durch und nicht zu erkennen, ob Jimmy Hartwig den Ball noch berührte. 2:1, also in der 78. Minute für Radnitzky Nisch durch Obradovic.